Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode. Wir spielen wieder und ich hab Bock und ich freue mich und es ist so warm und hallo. Entschuldigt bitte mein Aussehen, aber ich musste einfach einen Tanktop anziehen. Es ist einfach so fucking warm. Ventilator muss ich ausmachen beim Aufnehmen. Deswegen, heute ein bisschen lockerer angezogen. Hoffe, ihr sagt jetzt nicht irgendwelche dummen Kommentare. Wenn man übrigens in der Wüste spawnt, ist es vollkommen okay, wenn man da ist. Ich finde Wüste mittlerweile gar nicht mehr so scheiße. Aus Kakteen bekommst du nämlich Holz und ich brauche eh ziemlich viel Zuckerrohr, weil ich habe meine Taktik immer noch, die lautet, ich hole mir 6 Bücherregale. Ich weiß, es gibt die normalen Diamantschwerter wieder, die man sich craften kann. Ich crafte sie mir aber nicht ganz bewusst, weil ich die Taktik nicht mehr so ganz, ja, so geil finde. Deswegen machen wir das so und farmen hier unseren Zuckerrohr und dann können wir irgendwann da vorne ins Dingens gehen und können uns da alles andere holen. Aber erstmal Zuckerrohr und dann gehen wir hier Äpfel holen und so. Und vielen lieben Dank für die reichlichen Kommentare in der letzten Folge. Ich habe so viele Kommentare wieder mal bekommen. Ich kann leider nicht alle rannehmen. Ich habe wirklich 100 Kommentare mit Frag Dom bekommen oder so. Danke, danke, danke dafür. Ich würde mich aus über einen Daumen nach oben freuen. Wäre auch super lieb. Vielleicht schaffen wir mal wieder 500 Daumen nach oben. Erste Frage, die kam, war von Gianni. Und zwar da geschrieben, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wie lange hast du noch vor, YouTube zu machen? Und was machst du nach YouTube? Und, kurz mal essen ein bisschen. Würdest du weiter Minecraft hochladen, wenn andere Spiele genauso viele Klicks bekommen würden wie Minecraft? Ich würde auf jeden Fall sehr viel mehr verschiedene Sachen hochladen, wenn Minecraft genauso gut, also wenn andere Sachen genauso gut laufen würden wie Minecraft, würde ich wirklich sehr viel mehr, also wenn Rocket League immer so 5000 Aufrufe bekommen würde, würde ich sehr viel öfter Rocket League hochladen, ganz klar. Wenn ich sehe, es ist Interesse da bei euch, dann mache ich es natürlich auch. Wenn ich aber sehe, aha, das bekommt nur 1000 Aufrufe, wenn überhaupt, dann ist natürlich auch so die Sache, überlege ich mir eben zweimal, ob ich nicht dann lieber einfach Minecraft streame, anstatt irgendwie Outlast aufzunehmen. Wobei Outlast eben ein ganz besonderes, ja, was ganz Besonderes für mich persönlich auch war, aber deswegen ist eher so, ich muss ja auch gucken, dass ich das Ganze eben so verpacke, dass ich, naja, Zeit ist Geld, Leute, das wisst ihr ja alle mittlerweile, denke ich mal, wenn man einmal so im Berufsleben steht. Und ja, ich mache das Ganze hier beruflich und ja, es klappt, Leute. Ich bekomme immer wieder auch Kommentare mit Frag Dom, dann sagen die, kannst du von YouTube leben? Und dann kommen irgendwie Leute, die sagen, die antworten darauf, nee, das geht doch niemals. Doch, es geht, es tut auch ganz gut. Also ich lebe halt mehr von Twitch als von YouTube, das stimmt halt schon. Aber ich kann ganz gut von Twitch und YouTube zusammen leben, dass ich halt alles bezahlen kann. Meine Wohnung, mein Auto, meine Versicherung. Es klappt schon, Leute, und deswegen glaubt mir das einfach mal, wenn ich euch das so sage und hinterfragt es nicht, es klappt. Und ja, also ich würde auf jeden Fall sehr viel anderen Stuff hochladen, wenn es gehen würde, aber aktuell mache ich dann ein bisschen Rocket League, bisschen Minecraft momentan, ein bisschen Vlogs ab und an und vielleicht Musik mal wieder öfter. Da habe ich momentan sehr viel mehr Bock drauf und das dauert eben auch so seine Zeit und sehr viel, sehr, sehr viel Zeit, Songs zu machen. So, wir bauen uns hier mal durch. Ich glaube, da ist nämlich irgendwo, muss da bald mal wieder Nitter kommen oder so. Ich habe da eben so ein paar Dingens gesehen und vielleicht kommen wir da ja irgendwie hin und haben dann vielleicht einen Nitter für uns oder so. Wäre ziemlich geil. Ich habe eine weitere Frage bekommen und zwar war die Frage von Emrezock 2004 und zwar hat er geschrieben, wie kann man, wie bist du so gut geworden? Und dann gibt es einen Kommentar und wieder, der ist nicht gut. Ich liebe die Kommentare, die einfach dann, also diese Besserwisser-Kommentare, die einfach nur da sind, um zu haten, die können einfach gar nichts schreiben, aber sie müssen schreiben, er ist nicht gut. Ja, lieber Benedikt Neger, ich weiß, du bist der Geilste auf dem ganzen Planeten, du bist der beste Minecraft-Spieler on Earth und ja, ist schon okay. Ich glaube, dass du echt, also wenn er sagt, er ist nicht gut, muss er eigentlich davon ausgehen, dass er besser ist als ich, oder? Oder will er einfach nur sagen, na, also klar, es gibt immer Leute, die besser sind als ich. Es gibt Leute wie Basti oder wie Sasuke oder wie sonst irgendwer, die sind alle geiler als ich. Übrigens war hier kein Nether, das war einfach nur Oberfläche. Ich war ein bisschen doof gerade. Hallo, Block, baust du dich bitte ab? Oh Gott, mit Schwimmen, es ist voll doof gerade hier, es ist voll scheiße. Hallo, dankeschön, Block. Block, Block, back da nicht fest da oben. LOL. Hilfe! Der Block, der ist... Oh Gott, wir werden sterben, oder? Nein. Nein! Ey, der Block! Was ist das für eine Kacke? Der Block ist festgepackt. Was soll ich denn da tun? Da kann ich nichts dran tun. Das war voll doof gerade. Och, nö. Naja, auf jeden Fall. Ich bin gut. Ich bin gut!
in Minecraft. So, jetzt haben wir eine tolle Schlucht gefunden mit ein paar Diamanten, endlich mal. Und wir haben keine Äpfel mehr, weil wir irgendwie komischerweise, dooferweise, dummerweise fast ertrunken sind. Naja, warum auch immer. Ich war daran nicht schuld. Ich hatte keine Schuld. Das war ich nicht. Eine Frage von Nils Krüger hat geschrieben, wurdest du zu Hause geschlagen oder ein Freund von dir? Und was hältst du davon? Ja, finde ich gut. Nee, was soll ich dazu sagen? Eltern, die ihre Kinder schlagen, sind für mich keine guten Eltern. Also, dann sollten die keine Kinder bekommen. Ich finde, ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen geschlagen. Das kann ich wohlwollend, also, ja, es sei denn, ich würde nur einen Menschen schlagen, wenn es Notwehr ist, also wenn mich irgendwer schlagen würde, hat aber auch noch niemand getan. Ich habe noch nie in meinem Leben auf die Fresse bekommen. Ich bin mittlerweile Neter geworden seit mehreren Jahren. Bin ich professioneller Neter-Mann. Ich bin nämlich so feurig wie das Neter. Oh ja, es sind sogar zwei Neters ineinander. Oh, geil, ey. Nee, aber ich wurde nie geschlagen. Ich habe nie geschlagen. Und das soll auch so bleiben. Und das finde ich auch gut so. Und deswegen hasse ich Menschen, die andere schlagen. Man kann immer alles friedlich klären. Und ja, man muss nicht schlagen. Man muss nicht aggressiv werden. Man muss viele Dinge nicht machen. Man kann einfach das Ganze auch ganz angenehm machen. Naja, gut. Nächste Frage war von Medala LP. Und zwar, Schärfebuch ist okay. Hat er geschrieben, wir packen mal kurz ein paar Sachen, wenn wir brauchen werden. Wirst du bei der Gamescom sein? Ja, ich habe vor ein paar Tagen mein Presseticket bekommen. Und ich bin deswegen alle Tage bei der Gamescom. Habe mir auch schon mal Tickets geholt, provisorisch. Aber jetzt habe ich einen Dingens bekommen, ein Presseticket von der Gamescom selber. Finde ich sehr cool. Dankeschön dafür. Und deswegen bin ich bei der Gamescom. Und ja. Bin da jeden Tag. Wir machen jeden Tag ein kleines Treffen. Also für alle die vielleicht nur Freitag da sind, ich mache jeden Tag ein Treffen und bin dann quasi für euch da. Und ja, oh. Und kann dann eben ein paar Fotos machen, ein bisschen labern, Autogramme geben, was ihr eben so wollt. Oh, da ist aber nicht viel, ne? Nö. Da ist nicht so viel, dann können wir da wieder weggehen. Dann haben wir nur einen Neter. Ist ein bisschen doof, weil sie ineinander gespawnt sind. Ja, kommen wir hier rüber? Ja, irgendwie schon, klappt. Gut. So, wir haben jetzt erstmal soweit alles fertig. Wir können uns mal kurz Schuhe craften. Die brauchen wir nämlich auch noch und einen Helm. Und ein zweites Diaschild brauchen wir auch safe. Und dann können wir schon mal anfangen zu verzaubern. Ich würde ganz gerne versuchen, wieder Rückstoß darauf zu bekommen. Das wäre schon ganz wichtig. Aber eine Frage kam noch. Und zwar kam die Frage von, das ist alles doof hier. Warte mal, ein Buch vielleicht? Mit Stärke? Ne, wir können das Ganze, wir können den Bogen vielleicht verzaubern. Oder die anderen Sachen nochmal. Von Mrs. Schon zwei von Mrs. Ich-H, und zwar hat er oder sie gefragt, wie heißt deine Community? Meine Community sind die Hooligans, also jetzt nicht die Hooligans im bösen Sinne von Fußball oder so, sondern eher von dem Eulenlaut, Huhu, also Hooligans, Hashtag Hooligans, kennt ihr eben vielleicht schon auf, wenn ihr auf Twitch aktiv seid und meine Streams verfolgt, da ist es ja sehr viel mehr gang und gäbe als hier auf YouTube, aber eben meine Subs und so sind eben quasi die Hooligans. Und ja, da hab mittlerweile, glaube ich, knapp 60 Subscriber, das ist auch eine sehr krasse Zahl schon, 60 Subscriber ist schon extrem viel. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut mal bei meinen Streams vorbei, ich streame halt morgen Abend wieder. Natürlich kein Minecraft, sondern Horror Games, aber montags und mittwochs immer Minecraft UAC Run und so. Und das ist schon echt geil, aber auch die Horror Games sind immer. Da ist noch ein Neter vielleicht. Horror Games sind immer auch eine Sache für sich, sind immer mega cool. Aber wir können da halt nicht runter, wir haben halt unsere Dinge. Ich habe halt eben nur versucht, Redstone zu finden von irgendwoher. Haben wir nicht gefunden, ist ein bisschen doof. Kein Redstone hier. Naja, dann eben nicht. Dann haben wir eben nur 3-Minuten-Tränke. Muss auch eben da mal sein. Also, ich habe so viele Fragen bekommen, ich kann alle nicht beantworten. Tut mir echt total leid. Ich werde versuchen, alles irgendwie mal in einer ganz langen Folge, vielleicht mache ich auch mal irgendwann sogar Verbrennung, also gerade habe ich gerade Verbrennung gemacht, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Livestream, wo ich alle Frag-Dom-Sachen beantworte und lade den auf YouTube hoch oder so, oder mache ein extra Video, wo ich einfach mal vielleicht draußen in der frischen Luft bin, einfach mal so eine halbe Stunde Video mache, wo ich alle Frag-Dom-Sachen beantworte und ihr einfach mal nachts irgendwann das Video gucken können vom Einschlafen oder so. Sowas in der Art stelle ich mir da vielleicht vor. Wäre vielleicht gar nicht mal so scheiße. Was aber scheiße ist, ist momentan die Verzauberung hier. Wir haben ja schon Verbrennung drauf, ist schon sehr cool. Wir bräuchten halt im Optimalfall noch eine Schärfe 1. Eine Schärfe 1 Sache, dann haben wir nämlich Schärfe 2 und können Schärfe 3 machen, Verbrennung drauf und dann ist alles super.
aber gucken, ob das so klappen wird und dann sind wir gleich stacked. So, wir haben jetzt ein ziemlich krasses OP-Schwert. Wir haben Schärfe 3, wir haben Haltbarkeit 2, wir haben Verbrennung 1 und wir haben Plünderung 1. Also extrem krasses Schwert. Wir haben leider nur 3 Minuten Tränke und müssen damit irgendwie jetzt klarkommen, werden wir aber schon irgendwie schaffen. Wo haben wir die ersten Gegner denn hier? Vielleicht können wir die Runde ganz gut machen. Mach kurz Damage Indicator aus, damit wir nicht alle Entities sehen, damit ich einfach nur die Gegner sehe und nicht alles Mögliche. Deswegen mache ich es immer aus dann im Deathmatch. Aber ich glaube, wir haben... Haben wir Rückschuss auf dem Schwert? Ich glaube leider... Doch, wir haben auch Rückschuss auf dem Schwert, glaube ich, drauf. Ach nee, das wurde, glaube ich, weggemacht eben. Als ich Verbrennung drauf gemacht habe, wurde Rückschuss entfernt. Leider. Plünderung wäre cooler gewesen. Unten ist einer. Ja, ich will kein MLG machen. Wenn wir es verkacken, haben wir ein Problem. Aber wir könnten da vielleicht so runterlaufen. Und warten, bis es auf dem Boden ankommt. Und zwar jetzt genau. Wir gehen runter. Hallöchen, lieber Kollegchen. Ah, er kommt gut weg. Er kommt gut weg. Aber er wird nicht auf lange Entfernung wegkommen, weil er... Wasserplacen macht einfach keinen Sinn in der Situation. Ich würde da kein Wasser placen. Das macht wirklich keinen Sinn. Wir haben hier vielleicht noch coole Sachen. Ja, das ist kacke. Da ist Schutz 3 Harnisch. Nehme ich sehr gerne. Den Bogen nehme ich auch sehr gerne. Das kann alles weg. Alles weg. Alles weg. Alles, alles weg. Und wir haben sogar fast keinen Schaden bekommen von dem Typen. Alles war ein sehr guter Kill. Und wir haben da gut Plus gemacht. Das ist echt perfekt. Wir haben uns nach oben stacken. Wie gesagt, immer schön am Rande, damit man nicht auffällig ist. Am besten jetzt irgendwo reinbauen. Und dann so nach, ja, obwohl es geht hier vielleicht auch noch. Aber ich gehe ein bisschen rein. Einfach, um nicht gesehen zu werden. Kann sneaken. Keiner weiß, wo ich bin. Das ist eben so die Safe-Methode, wo man gut nach oben kommen kann. Da ist aber irgendwo noch ein Typ in der Nähe gewesen. Habe ich gesehen. Aber ich glaube, wir können nach oben gehen. Wir machen aber, bevor wir uns stacken, machen wir uns eine kleine Dingens hier, eine kleine Treppe. Und können so nach oben gehen. Ist da irgendwo einer? Oh, hallo, da vorne ist einer. Okay, alles klar. Den können wir vielleicht sogar bekommen. Müssen gleich nochmal einen Trank nehmen, wieder mal. Wir haben nicht mehr allzu viel, allzu lange. Ist halt doof. Mit nur 3 Minuten ist es ein bisschen wenig. Ja, wird schon irgendwie klappen. Dennoch, denke ich. Da oben kämpfen 2. Ja, Abstauber ist calling. Gerade so ein bisschen, vielleicht ein bisschen doof. Ja, aber er hat ihn gekillt zum Glück. Nee, es war mein Kill. Oh, sorry, tut mir voll leid. Jetzt habe ich, glaube ich, 2 Kills gemacht, ne? Ja, tut mir echt leid. Das wollte ich nicht. Aber ich... Oh, Verbrennung 1 und Schärfe 4. Nehme ich sehr gerne mit. Das ist so das leidige Thema. Was willst du da machen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würdet ihr dann nicht drauf gehen? Oder würdet ihr sagen, ich gehe da auch drauf? In der Situation von gerade. Ihr seht 2 Kämpfen. Ihr geht da hin. Oder eben nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare mit irgendwie Hashtag... Keine Ahnung, ich gehe hin oder Hashtag, ich gehe nicht hin oder einfach nur so, ich würde da hingehen oder ich würde nicht da hingehen. Würde mich wirklich mal interessieren, eure Meinung, weil viele immer sagen dann, boah, du Abstauber, aber ich werde auch so oft abgestaubt, ne? Übrigens, mein Nickname ist Baumgelb, weil mein größter Idol ist nämlich Baumblau und deswegen heiße ich Baumgelb jetzt. Nee, aber... Würdet ihr da hingehen, ja oder nein? Würde mich echt mal interessieren. Ich werde so oft abgestaubt von Leuten, ne? Ich sehe das eher als normal an. Also ich meine, es ist schon legitim, finde ich, dann dahin zu gehen. Dann darfst du eben nicht kämpfen. Also ich persönlich gehe dann sofort weg, wenn ich sehe, da kommt ein Dritter an oder so. Ist eben auch so eine gewisse Taktik, die du da haben kannst. So, die beiden kämpfen, deswegen gehen wir mal auf den drauf, um dann nicht Abstauber-Move zu machen. Ein bisschen nur, einmal kurz draufschlagen. Ich will nur einmal draufschlagen, Leute. So, okay, jetzt kämpfen wir gegen den hier. Versuchen wir ein bisschen ranzustraven. Er ist relativ schnell down, keine gute Rüstung, wie man sieht. Er kommt weg. Ah, er kommt weg. Es ist doof, ey. Er kann sich gut weggäppeln. Aber okay, wir gehen mal rüber. So. Und hoffentlich bekommen wir ihn... Ja, das Problem ist eben, er muss immer wieder gappeln, wie so ein Voll, er eben nicht. Und er muss immer wieder weggappeln, er muss immer wieder gappeln. Schafft er halt nicht auf lange Sicht hinweg. Da muss er halt schon wirklich so krass durchgappeln, dass es einfach keinen Sinn mehr macht. Aber ich muss sagen, die Rüstung war gar nicht so scheiße von ihm. Wir hätten aber ein besseres... Oh, aber wir haben jetzt Full Pot 3, mega nice. Wir haben ihm immer gut gegeben dafür, dass wir... schlechte Rüstung hatten als er. Gut, wir hatten Schärfe 4, ne? Das kann vielleicht schon so sehr viel ausmachen, aber naja. So, 3 Spieler leben noch und jetzt ist die Frage, die beiden kämpfen da. Was macht der Dom? Soll er da hingehen oder soll er erstmal zu Ende kämpfen lassen? Ich meine, guck mal, er ist fast voll, dann kann ich auch da hingehen. Er hat 21 Herzen, ja? Also hat dann quasi nur die Gold, also ein halbes Gold
Apfelherz und so. Und jetzt kommt der andere an, ich sehe es da und deswegen gehe ich weg und stack mich da weg, damit ich mal in Ruhe gappeln kann. Aber ihr seht, der Typ wäre auf mich draufgegangen, sprich, er würde genauso abstauben, wie ich abstaube. Das ist einfach gar nicht, aber das macht man eben so. Das ist doof gewesen, das tut mir echt leid. Das ist echt so eine Sache, das tut mir wirklich, wirklich leid. Das ist wirklich, wirklich, tut mir echt leid, dass ich da so abstaube, aber... Es ist ein leidiges Thema. Oh, er hat Knockback 2, glaube ich, der Typ. Da müssen wir ein bisschen weggehen. Also, die Frage ist halt, wie agiert man da? Soll ich da einfach draufgehen? Soll ich mich einfach raushalten? Ich weiß es halt nicht so. Ich bin der Meinung, ich kann da halt schon draufgehen. Ich habe kein Mitleid, Leute, wenn ich kämpfe. Ich lasse niemanden überleben oder gehe da halt nicht drauf. Ich mache halt so mein Ding. Das ist ein bisschen doof, was er da macht. Aber er kommt weg, oder? Er wird wegkommen. Ja, komm schon. Den holen wir uns aber noch. Der Win ist eigentlich unser. Er angelt uns ein bisschen weg. Aber, Leute, ich meine halt... Ne, also, wie gesagt. Ich sehe da halt... Ich sehe da halt keinen Spaß so drin. Das ist Kaktus, aufpassen. Ich hole mir halt jeden. Auch wenn zwei kämpfen, hole ich mir die. Hat auch nichts mit Skilllos zu tun oder sonst irgendwas. Leute, ich habe wirklich auch Skill, ich weiß, wie man gut farmt, ich weiß, wie man gut enchantet, ich weiß, wie man kämpft. Ich kann gut Blöcke setzen, ich kann gut hotkeyen, aber trotzdem kann ich abstauben, meine Güte, warum denn auch nicht? Es ist gang und gäbe und... Gewitter! In Neuss? Das ist eben so die Sache, dass damit müsst ihr eben leben, wenn ihr meine Videos schaut. Und wenn ihr mit einem Problem habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Sagt mir, ey Dom, ich finde, dass du abstaubst oder so. Und bitte argumentiert es mal richtig, warum ihr nicht abstaubt und warum ihr das doof findet, dass ich abstaube. Oder sagt mir, ich staube auch ab, weil es ist in Ordnung so. Dankeschön, wir haben gewonnen. Baumgelb for the win. Lasst einen Daumen nach unten, wenn ihr mich sehr freut. Bis zum nächsten Mal da rein. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüssi, Kowski!